Und herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Klein, Experte für die Neukundengewinnung in der IT-Branche. Heute mal das Thema Latenzen in der Neukundengewinnung B2B bzw. sogenannten Kaltakquise, sagen wir mal grundsätzlich mal der Bereich Neukundengeschäft. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, essentiell für Wachstum und auch für ein gesundes Unternehmen, dort immer einen gewissen Anteil an Ressourcen zu festzulegen, also zu investieren. Und was mir immer wieder in den letzten Jahren auch bei der Zusammenarbeit mit vielen meiner Kunden da draußen im Markt aufgefallen ist, dass häufig unterschätzt wird oder auch nicht wirklich, sagen wir mal, ein Verständnis dafür aufgebaut wird, was zeitliche Latenzen wirklich bedeuten im B2B-Geschäft. Ja, hier mal ein ganz konkretes Beispiel, weil wahrscheinlich der Begriff an sich schon für viele kleineren, sagen wir mal, Mittelständler, die den ganzen Tag eigentlich was anderes im Kopf haben als die Neukundengewinnung, vielleicht viel zu abstrakt ist. Zeitliche Latenz, ich habe schon, sagen wir mal, viele kleinere Firmen, sagen wir mal, mit 10, 20 Mitarbeitern auch gesprochen in den letzten Jahren, die, sagen wir mal, traditionelles IT-Infrastrukturgeschäft haben und einfach organisch gewachsen sind über ein paar Jahre hinweg, sich einfach mal mit einem großen Kunden selbstständig gemacht haben, dann ein paar kleinere Kunden mal on and off, mal hier und da gewachsen, ein bisschen neuen Consultant eingestellt, ein paar Vertriebler vielleicht auch noch rein auf Provisionsbasis, vielleicht noch ein paar Handelsvertreter, ja, die, weil die eben recht günstig sind und so, ja, aber halt nicht so wirklich eine Neukundenstrategie gesamtheitlich. Und dann wird mal ein Webinar hochgeladen, ja, dann wird da AdWords draufgeschalten für 3-4 Wochen und ist nichts passiert, dann wird es wieder abgeschalten. Und das Problem dabei ist halt einfach, dass man hier, sag mal, das Konzept im B2B-Markt von Ursache und Wirkung, ja, noch nicht so richtig verstanden hat, beziehungsweise auch komplett zeitliche Latenzen unterschätzt. Was bedeutet das ganz konkret? Wenn ich jetzt eine bestimmte Maßnahme, also ich entscheide mich jetzt als Geschäftsführer oder Inhaber eines IT-Infrastruktur, Systemhauses oder Softwareentwicklers, ein bisschen Budget in die Hand zu nehmen, um Marketing zu machen, ja, mit dem Ziel für Neukundengeschäft, also Neukunden zu gewinnen, dann tue ich das, also ich schalte zum Beispiel eine Kampagne, AdWords oder ähnliches, und dann will ich das messen, ja, dann im besten Fall habe ich dann auch sämtliche Tracking-Codes platziert und mir einen Funnel aufgebaut, vielleicht sogar eine Remarketing-Strategie. Ja, also wenn jemand mich über Google sucht, bedeutet ganz konkret, mich sucht jemand über Google intrinsisch und kauft aber dann nicht sofort oder tritt nicht sofort in Kontakt mit mir, dass er mich dann sozusagen über eine Displayanzeige auf YouTube, wenn er morgen irgendwas anderes auf YouTube sucht, mich nochmal sieht, um sich sozusagen selbst daran zu erinnern, dass er mich ja bereits schon mal gesucht hat und schon mal auf meiner Seite war. Und all diese Dinge gehören insgesamt zum Prozess. Und im B2B ist es halt so, dass einfach die Entscheiderzyklen relativ lang sind. Ja? Und dort umso mehr, wie jetzt zum Beispiel, also im B2C sind diese Entscheiderzyklen meistens, sagen wir mal, auf Tage oder Wochen kann man die schon runterbrechen und messen. Aber im B2B ist es halt teilweise so, dass es gar keinen Sinn macht. Ja? Zeitliche Latenzen, und zeitliche Latenz nochmal zur Definition, ist der Unterschied, der zeitliche Unterschied, Zusammenhang von Ursache und Wirkung, sprich, ich gebe XY für eine bestimmte Marketingkampagne aus und ich habe XY für aufgrund dieser Marketingmaßnahmen zurückverdient. Ja, und der Abstand dieser beiden Messgrößen ist die zeitliche Latenz, und die kann im B2B, kann die, ich sag mal, Minimum 3 Monate. Ja, alles andere macht eigentlich meiner Erfahrung nach keinen Sinn, dass ich sage, ich treffe schon irgendwelche Entscheidungen aufgrund irgendwelcher Daten, die ich gesammelt habe oder Erfahrungen, die ich gesammelt habe, mit gleich null statistischer Relevanz,
von unter 3 Monaten. Ja. Und bis dahin kommen schon die meisten gar nicht, weil sie vorher einfach wieder ihre Maßnahmen aufgeben und das Ganze wieder sein lassen, weil sie sagen, naja, jetzt habe ich hier, ich bin jetzt eine Firma, ich mache irgendwie 2 Millionen Euro Umsatz und ich habe jetzt hier 30.000 Euro in eine Kampagne gesteckt und es ist nichts bei rumgekommen, dann lasse ich es wieder, ja, nach 3, 4 Wochen oder sowas. Oder 10.000 Euro in AdWords oder sowas, ja. Und das ist halt sozusagen dann von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil der Effekt, ja, der Return on Invest, ja, häufig eben eine zeitliche Latenz hat von 3 Monaten, 6 Monaten, 12 Monaten. Und ich dann in 6 Monaten, wenn da plötzlich ein Kunde auf mich zukommt, das gar nicht mehr zuordnen kann, dass das damit zu tun hatte, dass ich irgendwann mal vor 6 oder 7 oder 10 Monaten eine AdWords-Kampagne geschalten habe. Und das ist halt sozusagen das, womit halt du im B2B als Business Owner wahrscheinlich auch zu kämpfen hast. Und wenn du da mehr Infos drüber willst oder sozusagen auch von unseren Expertisen hier bei Kleinmarketing profitieren möchtest, dann kontaktiere uns einfach für ein kostenloses Strategiegespräch. Hier unten findest du den Link. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Daumen hoch und abonnieren den Kanal. Bis dahin, dein Thomas Klein und Happy Hunting. Bye bye.